Hallo zusammen, willkommen zum heutigen Video. Ja, wie man sehen kann, ist hier heute mal kein Aquarium, sondern ein Terrarium. Keine Sorge, dieser Channel wird natürlich weiterhin aquaristisch bleiben. Ich habe hier was Besonderes mit vor und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit auf diese Reise. Das wird eine kleine Videoserie und vielleicht gefällt sie ja dem einen oder anderen. Ja, was ist das hier eigentlich für ein Terrarium? Das ist ein Standard-Terrarium von Sozayak mit den Maßen 60x30x30. Wenn das aufgeht, was ich damit plane, werde ich wohl noch mal ein bisschen vergrößern. Aber ich habe mir gedacht, für den Anfang nehme ich lieber was Kleineres. Und wenn das alles so klappt, dann kann man ja immer noch auf ein Größeres wechseln. Gut, bei dem Terrarium an sich ist jetzt nichts Besonderes. Verarbeitung ist halt beim Terrarium in der Preisklasse wie das jetzt hier nicht so, wie man es von den Aquarien kennt. Das ist jetzt hier nicht unbedingt schön geschliffenes Glas. Das ist halt einfach zurechtgeschnitten und gut. Aber wie gesagt, für das, was ich damit vorhabe, ist das jetzt noch nicht unbedingt so relevant. Ich werde dem Terrarium jetzt erstmal eine schwarze Rückwandfolie verpassen. Und dann geht es weiter mit der Technik. Für die, die sich jetzt überlegt haben, was ist das hier eigentlich für ein schwarzer Deckel? Das ist eine Art Kabeldurchführung. Das wird meistens bei Terrarien angebracht, sodass man dann halt versteckt die Kabel gut anbringen kann. Das ist so, dass man hier dann halt ein Loch einbohrt und am besten mit Silikon verschließt, dass, falls man Tiere da drin hat, die Futtertiere brauchen, die nicht unbedingt durch diese Löcher entkommen können. Das ist jetzt so, ich habe den von der anderen Seite schon rausgedrückt. Fürs Folieren muss ich den rausnehmen, sodass ich halt dieses Loch sauber ausschneiden kann. Die schwarze Folie ist nun angebracht und ich muss sagen, mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Dadurch, dass das Terrarium schwarz verklebt ist, passt das natürlich super zusammen, harmoniert sehr gut. Und vom Ganzen her muss ich sagen, hat es mit der Verklebung auch super geklappt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich so Rückwandfolien anbringe, dann schaut oben in die Infobox, da haue ich euch das Video rein von meiner Art und Weise, wie ich Aquarien foliere. In dem Fall ist es natürlich das erste Mal ein Terrarium. Ja, als Unterlegmatte, das habe ich nämlich noch gar nicht angesprochen, habe ich wie immer so eine JBL Aquapad verwendet. Die verwende ich halt auch bei all meinen Aquarien und deswegen fand ich, war das eigentlich ganz stimmig. So passt das natürlich auch zu den Aquarien. Ja, jetzt geht es mit der Technik los. Ich habe mir da was überlegt, was auch für die Aquarianer mal interessant sein könnte. Ich habe ja schon zwei Aqualighter-LEDs hier auf dem Channel vorgestellt. Dementsprechend habe ich mir gedacht, probiere ich doch mal was aus. Es gibt von Aqualighter die LIT 60. Das ist eine Abdeckung mit integrierter LED und einer Fernbedienung, mit der man wohl verschiedenste Stufen einstellen kann. Es sollen wohl Samsung-LEDs verbaut sein mit einer Farbtiefe von 6500 Kelvin und 1515 Lumen. Verbraucht 10 Watt und vom Ganzen her fand ich die mal ganz interessant. Ich habe jetzt noch keine Videos dazu auf YouTube gefunden und könnte ja für den einen oder anderen interessant sein, der so ein 54 Liter Standard-Set hat und noch eine Abdeckung sucht. Ich packe euch die jetzt mal aus und schauen wir uns die gemeinsam an. Ich habe euch die Aqualighter LIT 60 jetzt hier mal ausgepackt. Die Besonderheit an dieser Abdeckung, die ist nur 5,5 cm hoch und ihr werdet später auf dem Terrarium sehen. Das sieht schon ganz schick aus, wenn das so schön schmal ist. Beim Terrarium ist das natürlich so eine Sache, denn von oben ist ja noch die Belüftung. Ich werde wohl hier in dem Bereich Löcher reinmachen, sodass es halt rausläuft oder vielleicht auch hier oben. Das muss ich mal schauen. Wenn wir hier oben schon mal sind, hier ist eine extra Einfassung für die Fernbedienung. Die nehmen wir gleich raus, weil es stand zumindest im Artikel mit dazu, dass hier auch eine Futteröffnung ist. Deswegen hoffe ich, dass da drunter die Futteröffnung ist. Für die Aquarianer wäre es natürlich interessant. Dann bräuchte man nicht ständig die Abdeckung abnehmen. Ja, ansonsten hier das Netzteil. Das musste man zusammenbauen. Da war der Adapter hier drauf. Und das hier ist sozusagen die Funkantenne für die Fernbedienung. Ohne die funktioniert die Fernbedienung nicht. Ihr seht ja hier auch, man kann durchschalten von 10 bis 100%. Schauen wir uns gleich mal an, wie hell die wird. Ja, und ansonsten die Anleitung. Anscheinend gibt es diese Abdeckungen für 40er, 50er, 60er und 80er Aquarien. Vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant. Ich habe euch die Abdeckung jetzt auch nochmal umgedreht. So könnt ihr die LEDs jetzt nochmal genauer sehen.
Das ist hier nur so ein ganz schmales Modul, was hier eingeklebt ist. Was nicht so schön ist, der Karton, wo die Kabel drin waren, der war hier so aufgeklebt. Und ich muss mal gucken. Ja, ich denke mal, das lässt sich so ein bisschen wegknibbeln. Aber trotzdem nicht ganz so schön, wenn man den Karton da abreißt und dann hat man erstmal hier das. Aber es lässt sich zum Glück abknibbeln, das ist gar nicht so schlimm. Und wie schon angesprochen, Futteröffnung, das ist die Futteröffnung, ist jetzt nicht die größte. Aber ich denke mal, zum Füttern sollte es eigentlich reichen. Denn in so einem kleinen Aquarium hält man jetzt nur nicht unbedingt große Tiere, wo dann halt dementsprechend großes Futter rein muss. Das sollte auf jeden Fall passen. Nur zum Arbeiten im Aquarium muss die Abdeckung natürlich komplett ab. Ja, Technikschacht, um Kabel rauszuführen. Hier sind jetzt nicht Öffnungen, wie man es normalerweise kennt, sondern hier ist einfach hier so eine Auswülstung. Ist vielleicht für den einen oder anderen blöd, der das Aquarium relativ nah an der Wand stehen hat, aber es ist ein ganz feines Material, einmal mit einem Cuttermesser hier rausgeschnitten und dann habt ihr auch die Öffnung, wie ihr sie haben wollt. Vom Ganzen her finde ich das aber gar nicht mal so schlecht gemacht. Also für ein Aquarium könnte ich es mir wirklich vorstellen. Und jetzt schauen wir uns mal die Helligkeit an. Ich habe euch jetzt mal die Fernbedienung von der Abdeckung abgenommen. Hier auf der Rückseite ist noch so eine Art Filzstopfen, womit man dann das Loch hier verschließt. So kann es halt auch nicht passieren, dass euch jetzt die Feuchtigkeit hier in die Fernbedienung reinwandert. Die Klebereste habe ich jetzt auch so weit entfernt. Man sieht so richtig schön ist es an der Stelle jetzt nicht. Aber nachher gehe ich da einmal noch mal ein bisschen mit einem feuchten Tuch rüber und dann sollte das eigentlich passen. Interessant für euch ist mit Sicherheit jetzt die Helligkeit. So, das ist die vollste Stufe. Hier haben wir jetzt mal 10%. Bin ich mal gespannt, ich zeige euch das mal gleich auf dem Terrarium dann drauf. Es sieht natürlich sehr, sehr hell aus. Machen wir hier mal die 60%. Sieht wirklich sehr, sehr hell aus. Aber auf dem Terrarium, denke ich mal, schauen wir uns das mal genauer an. Ist jetzt leider kein Aquarium zum Testen, aber ich denke mal für so manchen ja doch interessant, was für Alternativen es an Abdeckungen gibt. Ich habe euch die Abdeckung jetzt hier mal aufs Terrarium gelegt und ich muss sagen, es wirkt sehr stimmig, gefällt mir wirklich gut. Man muss bedenken, das sind ja nur 5,5 cm, wovon auf den Bereich, der auf dem Aquarium, Terrarium in diesem Fall aufliegt, das sind 3 cm. Und der Bereich hier oben, der hier ausbaut, wo die LED dann drin ist, das sind nochmal 2,5 cm. Das heißt, die ist wirklich sehr, sehr dezent. Was mir auch gefällt, wie gut die Abdeckung eigentlich anliegt. Die ist ja eh vom Material sehr, sehr dünn. Ich tippe mal so 1-2 mm maximal. Aber sie liegt wirklich gut an. Das Einzige, ich habe die LED jetzt auf 100%. Ich finde, für das, was ich hier vorhabe, sollte es auf jeden Fall reichen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr diese Abdeckung verwendet. Mich würde mal interessieren, wie gut eure Aquarienpflanzen unter diesem Licht wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass Busse Phalandren vielleicht vernünftig wachsen, aber so etwas anspruchsvollere, denke ich, kann man hier vergessen. Aber vielleicht hat der eine oder andere von euch ja diese Abdeckung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Zur Not mache ich nochmal ein Aquarienprojekt, wo ich diese LED mal teste mit der Abdeckung. Aber ansonsten, für das, was ich hier vorhabe, passt das auf jeden Fall, gefällt mir gut. Und wie gesagt, sie ist so dünn, finde ich mega. Ich muss nur gucken jetzt hier beim Terrarium wegen der Lüftung. Ihr seht hier oben das Gitter, für die, die sich nicht so mit Terrarium auskennen. Luft kommt hier unten rein, strömt oben raus. Und dementsprechend muss ich dann gucken, wo ich in der Abdeckung noch Löcher positioniere, dass die Luft halt auch aus der Abdeckung raus kann. Vielleicht reicht es sogar wirklich aus, dass die Luft hier rausströmt und durch die Löcher hinten raus geht. Aber das muss ich alles mal ausprobieren. Schreibt mir gerne nochmal in die Kommentare, wie ihr es findet, dass die Fernbedienung hier als Abdeckung für die Futteröffnung dient. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht gelöst, denn man muss immer sehen, wie schnell verliert man mal so eine Fernbedienung. Die verschwinden so schnell in irgendeiner Schublade und weg sind sie. Klar, ein Argument dagegen ist natürlich, wie oft stellt man sowas wirklich ein? Ich stelle so eine LED meist einmal ein, danach nie wieder. Aber an sich finde ich es gar nicht so schlecht. Also ich will es wirklich nicht schlecht reden. Die Futteröffnung reicht völlig aus. Aber meiner Meinung nach ist es natürlich schade, dass man hier nicht noch eine Klappe hat, um drin rumhantieren zu können. Man muss halt jedes Mal die Abdeckung komplett abnehmen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ja, ansonsten habe ich für euch das Ganze mal mit einer Zeitschaltuhr getestet.
Denn leider steht bei den meisten LEDs gar nicht dabei, ob sie mit einer Zeitschaltuhr wirklich funktionieren. Bei manchen ist es ja wirklich so, dass wenn sie durch die Zeitschaltuhr eingeschalten werden, gehen die nicht mehr wieder an. Die müssen erst durch eine Fernwärmung wieder aktiviert werden. In dem Fall hier funktioniert es einwandfrei. Ich habe mehrere Tage durchgetestet auf 100% und die 100% wurden immer beibehalten, hat einwandfrei funktioniert. Ja, nun muss unser Raum natürlich auch beheizt werden. Ich habe mich hier für das Terra Thermo von der Firma Hobby entschieden. Das ist ein Heizkabel, in dem Fall ein 3 Meter langes mit 15 Watt. Ihr müsst aber immer bedenken, auf diese 3 Meter sind nur 1,5 Meter wirklich Heizkabel und die anderen 1,5 Meter sind zur Steckdose hin. Das sei gesagt, denn das ist immer wichtig, das steht so gut wie nie mit dabei. Dann habe ich mir hier von der Firma Hobby das Hygrotherm geholt. Das ist ein kleines, dezentes Hygrometer-Thermometer. Hygrometer, so heißen Luftfeuchtigkeit wird gemessen und Thermometer natürlich die Temperatur. Wie man hier sehen kann, wird das mit einem kleinen Saugnapf seitlich an die Scheibe gemacht. Ich habe jetzt schon in vielen Bewertungen gelesen, dass die Saugnäpfe wohl nicht so pralle halten. Das will ich gerne testen und vielleicht funktioniert es ja doch. Ansonsten habe ich hier gesehen, die Firma Hobby bietet hier noch was Interessantes an. Diesen Biotherm, einen digitalen Temperaturregler. Das heißt, wenn die Temperatur erreicht ist, schaltet er auch das Heizkabel ab, dass das nicht überhitzt. Und das finde ich schon ganz interessant. Ich werde mal schauen, wie das Terrarium jetzt hier so funktioniert mit dem Heizkabel. Ob das vielleicht reicht, um auf die Temperatur zu kommen, die ich gerne haben möchte. Wenn das soweit funktioniert, dann kann ich mir das ersparen. Aber wenn das jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr wie 25 Grad werden, wäre es vielleicht eine Option, sich das zu holen. Ich bin auch mal gespannt, wie das ganze Thema bei euch ankommt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Und es wird auf jeden Fall noch ein Video jetzt folgen, wo ich dann die Einrichtung auf jeden Fall mache. Und dann schaue ich mal, wie es euch gefällt. Ja, das ist der Lieferumfang von dem Heizkabel. Was ich wirklich großartig finde, dass die Saugnäpfe mit den Haltern dabei sind. Denn bei einem Heizkabel ist wichtig zu wissen, die Kabel dürfen nicht aneinander liegen. Da entsteht eine zu große Wärme. Im schlimmsten Fall brennt euch das durch und platzt die Terrarienscheibe, was wir natürlich nicht wollen. Dementsprechend werden die Schlaufen durch die Saugnäpfe relativ weit auseinandergesetzt, sodass da nichts passieren kann und dass die auch nicht unbedingt zusammenrutschen. Für die, die sich jetzt gefragt haben, okay, 1,5 Meter Heizkabel, 1,5 Meter Zuleitung zur Steckdose. Hier ist die Markierung, hier hören die 1,5 Meter auf, das heißt, ab hier wird erst geheizt. Und das ist die Kaltleitung, wie man so schön sagt, zur Steckdose hin. So, hier seht ihr, habe ich das Heizkabel jetzt im Terrarium auch schon verlegt. So sieht das Ganze aus. 1,5 Meter haben auf jeden Fall reingepasst, also mehr wäre eh nicht möglich gewesen. Das für euch vielleicht als Hinweis, wenn ihr Ähnliches plant. Ihr wisst ja auch noch nicht, was hier eigentlich einzieht. Das werde ich dann im nächsten Video erst verraten. Im nächsten Video geht es dann eh an die Einrichtung. Wie ihr sehen könnt, ist hier auch die rote Markierung. Das heißt, bis hierhin wird es warm. Ich habe es auch schon mal in die Steckdose gesteckt. Ich möchte einfach wissen, funktioniert es? Ehe ich es jetzt nämlich komplett verbaue, den Bodengrund dann reinkipp, möchte ich lieber jetzt sehen, dass es funktioniert, weil das Problem ist halt wirklich, man geht vielleicht davon aus, okay, jetzt sind hier, keine Ahnung, 23 Grad, das wird schon heizen und dann ist es vielleicht eigentlich die ganze Zeit kaputt und deswegen möchte ich es einmal Probe laufen lassen. Man sagt grob, es dauert so grob 3 Stunden, bis die Temperatur erreicht ist. Dementsprechend werde ich es jetzt mal ein paar Stunden laufen lassen. Es soll wohl so 39 Grad warm werden. Durch den Bodengrund wird das natürlich dann noch ein bisschen abgedämmt. Und so wird man, denke ich mal, in dem Terrarium eine Temperatur von 23 bis 25 Grad locker erreichen. Man hat ja auch noch die Raumtemperatur, die dazukommt. Wie ihr sehen könnt, hier die rote Markierung. Das heißt, bis hierhin wird es warm. Aber für die, die sich jetzt denken, oh, liegt das Kabel ja offen. Nein, hier kommt noch eine Rückwand dran. Das seht ihr aber erst im nächsten Video. Ich möchte es ja noch ein bisschen spannend halten, ehe ich alles gleich spoiler. Hier muss ich dann noch den Deckel zurechtschneiden. Den haben wir hier. Da muss ich noch ein Loch reinmachen und dann das Kabel da nochmal sauber durchführen. Aber das mache ich dann alles im nächsten Video, denn die Rückwand, die rankommt, muss ja auch noch angepasst werden, dass man hier den Teil des Kabels so ein bisschen integriert, dass das halt verschwindet, aber vom Ganzen her halt dezent versteckt ist, aber dennoch funktional ist. Von der Wärmeentwicklung kann ich jetzt schon sagen, das ist jetzt so grob 10 Minuten drin und schon jetzt hat das eigentlich eine gute Wärme. Die Saugnäpfe finde ich mega praktisch. In vielen Bewertungen habe ich jetzt gelesen, dass sie nicht lange halten. Aber ich denke mir, wenn erstmal der Bodengrund drin ist, ist es ja eh egal, ob sie halten.
denn der Bodengrund fixiert das ja eh nochmal und dementsprechend mache ich mir auch keine großen Gedanken. Also so vom Ganzen her bin ich jetzt zufrieden. Ich lasse es wie gesagt noch Probe laufen und im nächsten Video geht es dann um die Einrichtung. Ich bin gespannt, wie euch das Projekt gefällt. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob das was für euch ist oder ob es eher uninteressant ist. Ja, wie schon erwähnt, werde ich das Heizkabel jetzt nochmal Probe laufen lassen und werde so in 3, 4 Stunden mal kontrollieren, wie es von der Wärme her ist. Das wird aber jetzt nicht mehr in dieses Video einbezogen. Ich denke mal, so vom Ganzen her habt ihr schon mal so den groben Aufbau gesehen, was ich so an Technik verwende. Für die Tiere, die hier einziehen, werde ich kein UV-Licht brauchen. Dementsprechend reicht die LED vollkommen. Ich bin schon gespannt, was ihr zu dem Besatz sagen werdet. Ich bin auch gespannt, wie das Einrichtungsvideo dann ankommen wird. Ich denke, das wird ganz schick aussehen. Ich habe hier schon tolle Einrichtungsgegenstände liegen. Es ist einfach nochmal was anderes wie in der Aquaristik. Man hat ganz andere Möglichkeiten und darauf freue ich mich schon. Und dementsprechend freut euch aufs nächste Video, wird mit Sicherheit interessant werden. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!